So, schönen guten Tag. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr 2015, das Jahr der Ziege. Es ist eine Holzziege und das steht im chinesischen Kalender für ein besonderes, glückliches Jahr, für ein Jahr voller Friedfertigkeit, Sanftmut und auch Zufriedenheit. Und es ist das wichtigste Fest in China und auch hier in Taiwan natürlich. Über 1 Milliarde Menschen feiern heute dieses Fest. Gestern war sozusagen Heiligabend der chinesischen Tradition, New Year's Eve. Heute ist der erste Tag des chinesischen Kalenders. Und ja, wie kam es dazu eigentlich, dass diese Kalenderzählung so entstanden ist? Und da kann man sagen, ja, es geht auf den Buddha zurück. Vor ca. 2500 Jahren, da hat der Buddha alle Tiere eingeladen, um eine Konferenz abzuhalten, weil in China ging es wohl drunter und drüber. Und es musste eine neue Ordnung her und deswegen alle Tiere zum Buddha, aber es erschienen nur 12 Tiere. Und die Ziege nun war eines dieser Tiere und wir haben das Jahr der Ziege. Ja, und das chinesische Neujahrsfest ist ganz besonders natürlich ein Fest der Familienwiedervereinigung. Es ist unglaublich, wenn man sich das hier anschaut. Also gestern ging es los am Bahnhof, es war alles voll. Es waren Völkerwanderungen, weil jeder versucht, zum chinesischen Neujahrsfest seine Familie zu besuchen. Und das ist wirklich unglaublich. Es gibt keine Tickets mehr. Man muss wirklich Monate vorher buchen, um noch ein Ticket im Zug abzukriegen. So, hier befinden wir uns jetzt an einem chinesischen daoistischen Tempel. Und da werden jedes Neujahr, besonders am Neujahrstag natürlich, Opfergaben dargebracht. Besonders das Papiergeld wird verbrannt. Und das ist dann hier so eine Verbrennungsstätte, um den lokalen Göttern sozusagen Opfergaben darzubringen und damit alles sich glückverheißend ja, vollzieht. Ein besonderes Thema ist die Böllerei, ja, die ganzen Feuerwerks, die ganzen Böller und Raketen, die kommen natürlich aus China und das hat auch einen Grund. Und so gab es ein Monster, das einmal, so sagt man, einmal im Jahr nur aufgewacht ist und das war zum Frühjahrsbeginn und es kehrte in alle Häuser ein und verschlang die Menschen bei lebendigem Leibe. Nur einige Häuser blieben verschont und das waren nämlich die Häuser mit den roten Türen. Und so kam es dann, dass man an die Türen rote Schützer oder ja, Papiere mit glücksverheißenden Schriftzügen, chinesischen Schriftzeichen aufmalte, damit dieses Monster dort nicht eindringen konnte.